Direkt an mit der Rede. Okay. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie jetzt auch nach der Mittagspause wieder so zahlreich hier erschienen sind. Ich finde es natürlich schade, dass wir uns nicht in Präsenz sehen können, aber immerhin digital. Also willkommen zur Nachmittagssession. Ich möchte heute über ein Unternehmen sprechen, das mich sehr beeindruckt hat. Und zwar deswegen, weil dieses Unternehmen sein Geschäftsmodell von heute auf morgen fast einfach umgekrempelt hat. Aber ich fange von vorne an. Also ich habe im Allgemeinen ein großes Interesse an innovativen Geschäftsideen. Und immer, wenn ich irgendwo am Bahnhof stehe und warte, was ja früher öfter vorkam, in letzter Zeit nicht mehr so oft, dann kaufe ich mir meistens die Brand 1. Ich weiß nicht, ob Sie dieses Wirtschaftsmagazin kennen, das gibt es in Deutschland. Und darin werden immer unterschiedliche Unternehmen vorgestellt. Ganz oft sind es auch Startups, die entweder außergewöhnliche Geschäftskonzepte verfolgen oder ganz tolle technische Ideen hatten und die umsetzen konnten. Also es ist auf jeden Fall immer eine sehr spannende Lektüre. Und weil ich mich dafür interessiere, für diese Geschäftskonzepte und auch für gutes Design, fällt es mir beim geschäftlichen Reisen auch oft auf, wenn ich in Hotels übernachte. Ich gehöre auch zu den Menschen, die gerne mal etwas draufzahlen, wenn der Kunde nicht das ganze, den ganzen Hotelpreis für ein Designer-Hotel bezahlen will, weil ich es toll finde, in schönen Hotels zu übernachten. Da gibt es ganz tolle Konzepte. Ich weiß nicht, vielleicht kennen Sie ja das 25-Hours-Hotel. Das ist zwar eine Kette, aber das Design-Team, das verbringt immer wieder Zeit in den Städten. Also das gesamte Team geht über Flohmärkte und sucht sich Sachen zusammen und das Hotel sieht dann in jeder Stadt anders aus, weil die Stimmung dieser Stadt einfangen. Und dann gibt es auch noch das Libertine in Frankfurt. Das ist ein Hotel, in dem das Konzept darin besteht, dass sich Geschäftsleute, die gezwungen sind, woanders zu übernachten als zu Hause, sich wie in einer Wohngemeinschaft fühlen. Und das gehört eben auch zu diesen tollen Konzepten, die mir gefallen. Und auf diese Weise bin ich auch auf das Unternehmen Upstahl-Bohm gestoßen. Und darum geht es jetzt eigentlich heute in meiner Rede. Dieses Unternehmen ist ein familiengeführtes Unternehmen. Es wurde 1976 gegründet und ist ein Ferienanbieter an der Nordsee und an der Ostseeküste. Das Unternehmen oder die Unternehmensgruppe hat ungefähr 10 Hotels und 60 Ferienwohnungsanlagen. Und das Besondere daran ist eben, dass es eben nach 40 Jahren Familiengeschichte dann einen ganz extremen Wandel gegeben hat im Jahr 2011. Und der Besitzer, heute Bodo Jansen, hat sich für eine ganz neue Arbeitswelt eingesetzt, die darin besteht, sein Team so zu führen, dass mehr Menschlichkeit gelebt wird. Und deswegen gefällt mir dieses Konzept gut. Aber vor allem hat mir auch der Name gut gefallen. Also Upstahl-Bohm. Ich habe mich gefragt, aus welcher Sprache das kommt. Und tatsächlich hat es seine Wurzeln, ich würde mal sagen im Deutschen, im Niederdeutschen vielleicht. Also es kommt aus dem Friesischen. Es war also ein ganz wichtiges Wort für die Friesen, das deren Gemeinschaftssinn ausdrückt. Es geht zurück auf einen mittelalterlichen Versammlungsort im 14. Jahrhundert. Und dort stand ein Baum, ein Bohm. Und auf dem wurden die Pferde aufgestallt. Und deswegen Upstalt. Und das Unternehmen heißt jetzt Upstahl-Bohm, weil sich eben dort die friesischen Häuptlinge trafen, um in der Gemeinschaft neue Kraft zu schöpfen. Und heute steht Upstahl-Bohm als ein einzigartiges Symbol für friesische Freiheit. Laut dem Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA konnten 2019 40.000 Arbeitsstellen nicht belegt werden, weil es einfach zu wenig Leute gibt, die in diesem Gastgewerbe arbeiten möchten. Es gibt also einen extremen Personalmangel. Trotzdem hat Upstahl-Bohm heute 850 Beschäftigte
Und die arbeiten alle in dem System eines Netzwerks. Es gibt keine Hierarchien. Und die Mitarbeiter haben in Arbeitsgruppen selbst ihre eigenen Gehälter festgelegt. Und das Erstaunliche daran ist, die Gehälter liegen niedriger als der Durchschnitt. Die Lohnuntergrenze beträgt 10,64 Euro, was wirklich wenig ist. Es ist aber ein soziales System, also Alleinerziehende bekommen mehr und es ist auch nur eine Art Basisgehalt. Und darauf gibt es Zuschläge und das Ziel ist, die Bezahlung an dem Nutzen zu bemessen, den der Einzelne der Gemeinschaft einbringt. Und alle Mitarbeiter erhalten Einblick in die Zahlen. Es ist also ein transparentes Geschäftsunternehmen. Und was auch noch spannend ist, es gibt dort nicht nur Leute, die aus dem Gastgewerbe kommen, sondern da arbeiten auch ganz andere Leute, wie zum Beispiel ein Bibliothekar oder Schiffsbauer, Mediziner, Banker. Und die machen das alle mit. Also es scheint eigentlich schon ein gutes System zu sein. Und wie gesagt, betreibt Upstalboom an der Nordsee und an der Ostseeküste 10 Hotels und dann noch mehrere Anlagen für Ferienwohnungen. Die Auslastung dieser Hotels beträgt 72%. Also das war vor Corona wahrscheinlich. Und auf den Buchungsportalen, wie zum Beispiel Booking, liegt die Weiterempfehlungsrate bei 97%, was wirklich hoch ist für Hotels. Jetzt haben wir ungefähr die Mitte der Rede erreicht und die Dolmetscher können wechseln. Genau, der Umsatz lag im vergangenen Jahr bei rund 60 Millionen Euro. Und das ist viel höher, als es vorher war. Also innerhalb von 3 Jahren nach diesem Wandel in 2011 konnte der Umsatz verdoppelt werden. Die Umsatzrendite liegt dabei aber nicht so hoch, sondern nur bei 4% und alle Gewinne bleiben im Unternehmen. Also die Gehälter der Angestellten sind zwar niedrig, aber was aus diesem Gewinn bezahlt wird, sind Mitarbeiterwohnungen, sodass die Arbeiter in der Nähe ihres Arbeitsplatzes wohnen können, weil es nämlich eigentlich das ist, was am meisten Geld in Anspruch nimmt. Und deswegen, also Lebenshaltungskosten sind so hoch und dann bleibt vom Gehalt wenig übrig. Und in dem Fall hat man das einfach umgedreht, sodass die Lebenshaltungskosten nicht so hoch sind und es bleibt mehr übrig. Und selbst der Geschäftsführer Bodo Jansen sagt nach eigenen Angaben, dass er sich selbst einen Monatslohn von 7.500 Euro bezahlt. Und es ist ungefähr ein Viertel vom durchschnittlichen Geschäftsführergehalt in der Branche. Also heute ist es ein sehr starkes und auch ein sehr beliebtes Unternehmen. Aber das war nicht immer so. Es hat nämlich alles auch einen Grund, warum das jetzt so gut läuft. 2010 wurde eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt. Und die fiel für Bodo Jansen mit einem ganz vernichtenden Ergebnis aus. Es gab nicht nur ganz viele kritische Stimmen, sondern eins, und das hat Bodo Jansen am meisten getroffen, eine Aussage war, wir brauchen einen anderen Chef. Bodo Jansen muss weg. Und daraufhin hat er gemeint, okay, wir müssen was ändern. Obwohl er sich schon nicht so verhalten hat wie sein Vater, der ein Privatflugzeug hatte und eine Motorjacht und es voll ausgelebt hat, dass er der Chef des Unternehmens war, hatte Bodo Jansen trotzdem das Bild, das er während seinem BWL-Studium erlangt hat. Und zwar, es war das Bild der Gewinnmaximierung. Darum geht es bei einem Unternehmen. Und die Zahlen gaben ihm eigentlich auch recht. Es hat ja alles funktioniert. Bis auf, dass die Leute nicht zufrieden waren. Und er auch dachte, okay, wenn die Leute zufrieden wären, wäre vielleicht auch viel mehr drin. Und er hat festgestellt, dass dieses Modell, wie das Unternehmen bisher geführt wurde, darin bestand, dass es Wertschöpfung durch Ausnutzung der Arbeitskräfte gab. Also dann hat er das Ganze kritisch unter die Lupe genommen und gesagt, okay, wir müssen was ändern. Es musste was passieren. Und zwar musste es einen Kulturwandel geben, weil man jetzt eben am Tiefpunkt der Beliebtheit angekommen war. Um was zu ändern, haben sie sich an der eigenen Nase gefasst und gesagt, okay, Führungskräfte, die jemanden führen wollen, müssen erstmal selbst wissen, was sie eigentlich wollen.
Und dazu gab es verschiedene Wege. Also man hat sich mit positiver Psychologie befasst und mit Neurobiologie. Und das ist was ganz Besonderes, ein Teil der Führungsriege ging auch regelmäßig 1,5 Jahre lang in ein Benediktinerkloster. Und zwar zu Pater Anselm Grün, den viele von Ihnen vielleicht schon kennen. Der hat schon zahlreiche Bücher geschrieben, wo es auch um Führung von Unternehmen geht. Und heute vertritt Bodo Jansen die Meinung, dass jede Führungskraft, die etwas am Unternehmen verändern möchte, sich bei sich selbst anfangen muss. Und ich finde, das ist eine ganz spannende Sichtweise eigentlich. Der gesamte Führungskonzern hat sich also in eine Weiterbildungs- und Persönlichkeitswachstumsreise begeben. Und also bei dieser Weiterentwicklung ging es darum, dass man auch innere Quellen anzapft. Also die Führungskräfte des Upstall-Unternehmens berichten, dass sie erstmal lernen mussten, dass Arbeit eben nicht nur Arbeit ist, sondern dass sie da drin auch einen Sinn entdecken können und dass es auch Spaß machen kann. Und jetzt waren natürlich nicht alle religiös und in ein Benediktinerkloster zu gehen, ist vielleicht auch nicht jedermanns Sache. Und deswegen gab es als Alternative auch noch eine Ausbildung, und zwar die Corporate Happiness Ausbildung für Führungskräfte. Und da wurden auch Stärken herausgearbeitet und die Führungskräfte konnten entdecken, was es genau ist, was ihnen am Arbeitsplatz auch Spaß machen kann. Und der Erkenntnisgewinn war, wenn nicht alle, die dort arbeiten, einen Sinn in ihrer Arbeit sehen, dann setzen sie sich auch nicht fürs Unternehmen ein. Ich finde es jetzt eigentlich nicht so eine ganz überraschende Erkenntnis. Also ich habe das schon immer so gelebt eigentlich, aber ich finde es gut, dass andere Unternehmen das auch machen und auch im größeren Stil. Genau, jetzt steht das Unternehmen eigentlich ganz gut da. Ich muss aber zugeben, ich habe selbst noch nie dort übernachtet, weil ich nicht so oft im Norden bin. Und ich habe es 2-mal versucht und da waren die immer ausgebucht. Also vielleicht stimmt es ja. Aber vielleicht stimmt es auch nicht. Es gibt nämlich eine teuer produzierte Doku zu diesem, also es gibt einen Film zu diesem Unternehmen, in dem das alles auch so dargestellt wird, weil es als inspirierendes Beispiel für andere Unternehmen gelten soll. Und das macht mich so ein bisschen skeptisch. Deswegen würde ich gerne irgendwann mal selbst dahin gehen und mir das anschauen. Aber trotzdem finde ich es gut, dass es Unternehmen gibt, die auch mal neue Wege gehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.